Montag, 9 Uhr morgens am Bauhof der Stadt Bruck. Sechs Klientinnen und Klienten des Pius-Institutes treten ihren Dienst an. Der Grund dafür ist eine neue, seit Anfang Oktober laufende Kooperation zwischen der Betreuungseinrichtung und der Stadtgemeinde. Wir versuchen mit Hilfe des Bauhofs und der Stadtgemeinde die externen Müllplätze und den Bauhof hier zu reinigen von Unrat, Müll, aber auch von Grasschnitt oder sonstigem zu befreien. Rund 70 externe Müllinseln von Obereich ausgehend bis nach Übelstein werden neben dem Bauhof von den Arbeiterinnen und Arbeitern des Pius-Institutes betreut. Das Projekt ist für alle Beteiligten eine klare Win-Win-Situation. Bis dato ist es so, dass es sehr gut ankommt. Bei den Klienten ist das positive Gefühl des etwas Leistens im Vordergrund. Ihnen macht es Spaß. Ich hoffe, es wird auch weiterhin so bleiben. Die Burschen und Mädels helfen uns, sind zwei Tage in der Woche da, jetzt ein bisschen da herunten am Bauhof und dann auch in der Stadt helfen uns, dass die Stadt in Ordnung bleibt, schön ist, haben selbst gute und sinnvolle Arbeit, also eine tolle Kooperation, Win-Win-Situation für uns alle. Montag, 9 Uhr morgens am Bauhof der Stadt Bruck. Sechs Klientinnen und Klienten des Pius-Institutes treten ihren Dienst an. Der Grund dafür ist eine neue, seit Anfang Oktober laufende Kooperation zwischen der Betreuungseinrichtung und der Stadtgemeinde. Wir versuchen mit Hilfe des Bauhofs und der Stadtgemeinde die externen Müllplätze und den Bauhof hier zu reinigen von Unrat, Müll, aber auch von Grasschnitt oder sonstigem zu befreien. Rund 70 externe Müllinseln von Obereich ausgehend bis nach Übelstein werden neben dem Bauhof von den Arbeiterinnen und Arbeitern des Pius-Institutes betreut. Das Projekt ist für alle Beteiligten eine klare Win-Win-Situation. Bis dato ist es so, dass es sehr gut ankommt. Bei den Klienten ist das positive Gefühl des etwas Leistens im Vordergrund. Ihnen macht es Spaß. Ich hoffe, es wird auch weiterhin so bleiben. Die Burschen und Mädels helfen uns, sind zwei Tage in der Woche da, jetzt ein bisschen da herunten am Bauhof und dann auch in der Stadt helfen uns, dass die Stadt in Ordnung bleibt, schön ist, haben selbst gute und sinnvolle Arbeit, also eine tolle Kooperation, Win-Win-Situation für uns alle. Montag, 9 Uhr morgens am Bauhof der Stadt Bruck. Sechs Klientinnen und Klienten des Pius-Institutes treten ihren Dienst an. Der Grund dafür ist eine neue, seit Anfang Oktober laufende Kooperation zwischen der Betreuungseinrichtung und der Stadtgemeinde. Wir versuchen mit Hilfe des Bauhofs und der Stadtgemeinde die externen Müllplätze und den Bauhof hier zu reinigen von Unrat, Müll, aber auch von Grasschnitt oder sonstigem zu befreien. Rund 70 externe Müllinseln von Obereich ausgehend bis nach Übelstein werden neben dem Bauhof von den Arbeiterinnen und Arbeitern des Pius-Institutes betreut. Das Projekt ist für alle Beteiligten eine klare Win-Win-Situation. Bis dato ist es so, dass es sehr gut ankommt. Bei den Klienten ist das positive Gefühl des etwas Leistens im Vordergrund. Ihnen macht es Spaß. Ich hoffe, es wird auch weiterhin so bleiben. Die Burschen und Mädels helfen uns, sind zwei Tage in der Woche da, jetzt ein bisschen da herunten am Bauhof und dann auch in der Stadt helfen uns, dass die Stadt in Ordnung bleibt, schön ist, haben selbst gute und sinnvolle Arbeit, also eine tolle Kooperation, Win-Win-Situation für uns alle.